Hallo und willkommen zurück zum Gedankenschinderschlachten. Ja, Schlachten. Ich weiß nicht, ob es Schlachten ist, wirklich. Ein fairer Kampf, so sieht's aus. Hier sind nämlich eine Menge Gedankenschinder drin. 6 Stück mit 2 netten Erdkolossen. Ja, Scheibenkleister. Folgende Taktiken sind mir eingefallen. Ich könnte ein bisschen schummeln und 2 unsichtbare Charaktere hier in die Tür stellen. Mal sie mit chaotischen Befehle ausstatten, was sie immun gegen die Fernkampfattacken macht, sowohl von den Erdkolossen als auch von den Gedankenschindern. Und die einfach über die unsichtbaren Charaktere mit dem Bogen abschießen. Das wäre so meine Notfallstrategie, die auf jeden Fall funktioniert. Womit man halt die KI ein bisschen ausnutzt, aber hey, deswegen ja Notfallstrategie. Das ist so eine der Gegenden hier, die, wo Magier auch richtig großartig sind, wenn sie Schutz vor magischen Waffen in ihrem Arsenal haben, was ich vergessen habe zu lernen mit allen meinen Leuten. Damit könnte ich mich nämlich auch immun machen gegen das Gedankenschinder Intelligenz abziehen auf Schlag. Denn die Gedankenschinder benutzen immer magische Waffen, mit ihren Händen und Klauen und Tentakeln, die zählen glaube ich jetzt magische Waffen, und damit könnte man sich für 4 Runden pro Zauber immun machen gegen komplette Effekte ihrer Angriffe. Das würde auch genug Zeit verschaffen, um das zu gewinnen. Ich will das allerdings alles nicht machen. Entschuldigung. Denn dann müsste ich ja rasten. Das ist etwas, was ich gar nicht machen will. Also versuchen wir es nochmal fair, ja. Versuchen wir es doch mal fair. Ich habe, Anum hat noch ein paar Zaubersprüche, die er benutzen kann. Ja, hier den da vor allem. Und ja, sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein. Die sind ja relativ immun gewesen gegen alle Arten von Zaubersprüchen. Müssen wir nochmal gucken. Hab ich noch ein paar Beschwörungszauber hier? Nicht. Ich habe verbesserte Unsichtbarkeit. Was sehr wertvoll sein kann. Dass, selbst wenn man dann sichtbar ist, kann man immer noch schlechter getroffen werden. Da gibt es einen Nachwirkeffekt. Also mit einem Kämpfermagier oder einem Kämpfermagier-Dieb ist das sehr einfach, die zu tanken, die Gegner. Die Gedankenschinder. Eben wegen Schutz vor magischen Waffen. Und ordentliche Offensivkraft auch. So, ich wollte mal gucken. Braket. Die sind ja anfällig gegen Unsichtbarkeit und ich habe ja hier 2 Unsichtbarkeitsringe. Das heißt, ich kann mich 6-mal unsichtbar machen und einen Backstab machen. Das ist so eine andere Strategie, zu der ich vielleicht greife. Ich mache mich mal selbst immun gegen alles, was den Geist beeinflusst. Ha, was nicht funktioniert, weil ich mich gerade verstecke. Okay, fair genug, ja, ist fair. Probier's nochmal. Ach komm. Schade, dass ich davon nur einen habe. Aber so ist es halt. So, dann schauen wir doch mal, ob ich mit den beiden Schätzchen hier nicht irgendwelche Fernkampfzauber da reinhauen kann. Von hier. Ich habe die ja legitim ausgekundschaftet, da hinten die Gegner. Habe ich also kein schlechtes Gewissen bei. So. Ja, warum nicht? Hey, die Erdkolosse haben tatsächlich was abbekommen. So, und jetzt könnt ihr laufen. Denn jetzt geht's hier los. Okay, okay. Einer ist ohnmächtig geworden von denen. Das ist doch schon mal großartig. Das funktioniert also. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die jetzt auch kommen. Ja, die kommen. Ja, die kommen. Mal schauen. Ja, okay. Das ist natürlich ganz gemein. Das, ich will nicht sagen Bug-Usen, aber es ist Bug-Usen. Natürlich ist es Bug-Usen, was ich hier gerade mache. Normalerweise sollten wenigstens die Gedankenschinder in der Lage sein, die Türen aufzumachen. Okay, Braket, das ist ein Einsatz für dich. Oh, ich habe den Helm. Mit dem Helm kann ich mich ja, kann ich ein Abbild von mir erschaffen, oder? Das war so. Das müssen wir nochmal gucken. Oder war das ein Todeszauber? Ah, es war Todeszauber. Okay. Dann schauen wir doch hier nochmal rein. Okay. Ihr seid böse auf mich und euch will ich nochmal hier drin haben. Interessant, dass die nicht kommen, ja. Probieren wir es ruhig nochmal. Keine Reaktion.
Keine Reaktion. Gut. Hallo. Und wegrennen. Oh oh. Aber dagegen bin ich ja immun, laut meiner eigenen Aussage. Ja. Tatsächlich. Und ich kann mich unsichtbar machen. Und hoffentlich den Kerl jetzt umbringen. Ja, stirb, du dreckiger Gedankenschinder. Ich habe keine Angst vor euch, ich mache mich nur unsichtbar, weil ich kann. Natürlich habe ich Angst vor euch. Ich habe Riesenangst vor den Viechern. So, euch beide opfern wir. So, sobald die die sehen, fange ich hier an. Ja, komm, gib's ihn. Gib's ihn, Bracket, gib's ihn. Ihr könnt auch helfen. Du hast die Waffe, du hast die Waffe. Und du kannst auch helfen. Ihr könnt alle helfen. Jetzt zählt's, jetzt kommt's drauf an. Los geht's. Oh, 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 hör auf. Das schützt nämlich nicht vor Intelligenzabzug, mein kleiner Zauber, den ich da habe. Hey, lasst mich in Ruhe. Ich brauche euren Scheiß hier nicht. Okay, die Gruppe war doch relativ einfach dann. Aber ich habe auch ein bisschen geschummelt, ja. Aber hey, das ist ja völlig normal für mich. Mach ich ja immer. So, dann schauen wir mal, ob ich da hoch kann. Das ist schon erlaubt, gut. Ich bin mir nämlich nicht sicher, in welcher Reihenfolge das hier so alles gedacht ist. Hier oben müssten wieder ein paar Gedankenschinder sein. Allerdings nicht allzu viele, nicht allzu viele. Das schreit doch geradezu danach, den Ring zu wechseln. Und ein bisschen diese Taktik durchzuziehen auch, ja. Ja, ja. Und wieder rein. Und wieder in den Schatten. Solange ich noch chaotische Befehle habe, können die mir ja wirklich relativ wenig tun. Oh, außer mir Intelligenz abziehen. Was jetzt bald tödlich sein wird, wenn das so weitergeht. Mal schauen. Ja, Intelligenz 1. Nächstes Mal, wenn ich Intelligenz verliere, bin ich tot. Bracket. Geh in den Schatten, du Dösbaddel. Und ihr konzentriert euch mal auf den da. Bracket darf sich auf keinen Fall mehr hauen lassen. Okay, Anom ist betäubt. Du bist schwer verletzt. Du bist meins. Du bist mein Ziel. Komm her. Na komm. Oh nein! Keldorn! Jetzt muss ich dich neu anziehen. Ich habe nämlich keine Lust, das zu laden. Absolut, ne. Ne, 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 ne. Keine Lust. Keldorn! Sorry. Für dich laden wir nicht neu. Ich bin schon vorsichtig genug in meinem Vorgehen. Ja. Wir gehen also jetzt erstmal nach Süden. Diese Tür kann wieder nur von einem Gedankenschinder geöffnet werden. Ja, nimm die Dinger. Das wird schon funktionieren, oder? Mit den Plätzen hier. Naja, zweiter Ring. Eine Menge Pfeile hast du. Und eine Menge von diesen Paralysationsbolzen, die ich eigentlich gar nicht benutzen mag. Okay. Gut. Geht doch. Geht doch, weißt du, was du hast, Keldon. Ah, der Ring der Handlungsfreiheit, der ist natürlich unbenutzbar. Ja, unbenutzbar. Oder auch nicht. Das Spiel hängt nur immer ein bisschen, wenn ich ihn anlege. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, Anom, du bist verwirrt. Gut, wir gehen nach Süden. Weil diese Tür ist wieder speziell. Eine spezielle Spezialtür. So, hier unten haben wir kleine Gefängnisse für die gefährlicheren Kreaturen, die Gedankenschinder sich hier unten halten. Intelligenzabzug bei Anomen ist abgeklungen. Sehr gut. Oh, ihr seid so doof. Und das sind meine zwei Magierinnen. So finden die den Weg darunter. Ja, die zwei Leute mit der höchsten Intelligenz in meiner Gruppe. Oh, hallo Erdkoloss. Vor dir brauche ich mich hin. Brauche ich ja keine Angst zu haben, oder? Nee. Anomen, komm deinen Pflichten nach. Oh, hallo, ein verrückter Zwergenkrieger. Komm, Keldorn, wehr dich. Nicht, dass du wieder stirbst, wie gegen die Gedankenschinder. So einen sinnlosen Tod. Der Zwerg hier unten,
ist der wahre Grund, warum wir hier sind. Nein, also das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum man hierher kommen sollte, weil der hat einen tollen Ring, von dem ich nicht viel wusste oder nichts wusste die längste Zeit, weil ich diesen Gedankenschinder-Dungeon gemieden habe wie die Pest, weil es halt einfach nervig ist. 50% Feuerwiderstand. Ist also quasi eine bessere Version des Feuerwiderstandsringes, den Keldon hier schon hat. Ha, genau die gleiche Version. Das sind auch 50%. Aber das war mal 40%. Vor einem Mod, glaube ich. Vor einer Mod. Also von daher dann doch die leicht bessere Version im normalen Spiel. Jetzt kann ich also noch einen zweiten von meinen Leuten halb feuerimmun machen. Wen? Eigentlich. Oh, ja, dich. Du hast sowieso gerade nicht den Schutzring an, weil du die Drow-Plattenrüstung anhast, die einfach nur viel zu gut ist, als dass man sie nicht anziehen kann. Oh, hi. Oh nein. Nee. Kein Priester. Hör auf zu zaubern. Das gehört sich nicht. Nee. So, hier kommen wir nicht mehr weiter, aber das war der Raum, für den man hier als Power-Gamer, also als jemand, der unbedingt alle Gegenstände braucht, auf jeden Fall herkommen sollte. Ja. Hier oben war ich gar nicht mehr drin, nachdem ich da oben, also schauen wir da mal rein. Da liegt ja noch Zeugs auf dem Tisch und so. Das ist schwer aufzusammeln da, aber ist nichts drin. Okay, ein Stäbchen. Mehr nicht. Ich brauche da gleich wieder einen Gedankenschinder für die Tür hier. Den organisiere ich mir sofort, nachdem ich weiß, was dieser Stab kann. Ah, okay, ein +3-Stab. Der, hauptsächlich ein +3-Stab ist. Ja, ah, das könnte interessant sein. Rettungswürfe der Gegner in meiner Nähe sind schlechter. Und ich kann einmal am Tag jemanden dominieren. Was habe ich im Moment? Ein Stab +2, der ein bisschen extra Schaden macht und Leute wegwerfen kann. Und ein Angriff mehr die Runde. Also das ist schon... Und ich kann gar nicht benutzen. Warum nicht? Nur von Magier kann der benutzt werden. Na toll. Da, Immun. Ja, da kannst du noch benutzen. Was soll's. Kann Immun einmal Mind Control am Tag? Auch nicht schlecht. So, wie war das, Gedankenschinder? Okay. Hätte ich da mal aufgepasst mit der Tür hier, wüsste ich, dass sie nicht aufgeht ohne Gedankenschinder. Ja, mit der Verwandlung in den Schlechter, falls ich es noch nicht gesagt habe, kann man die Türen auch aufmachen. Ich habe allerdings keine Lust, Ruf zu verlieren. Und hier ist noch eine Tür. Okay, ja, hier ist noch eine Tür. Mhm. Komplett dran vorbeigerannt. Aber hier oben ist, glaube ich, so der Endkampf. Aber schauen wir doch mal. Vielleicht ist es auch völlig falsch, ja. Das hier sieht mir doch eher nach. Hier kann ich irgendwas machen. Hier kann ich irgendwas vergiften. Kommt doch nochmal her. Vor allem Kriegerskelette. Ich lasse zum Glück genug Zeit vergehen zwischen den Kämpfen, um den Intelligenzabzug abklingen zu lassen. Na komm. Hau ihn tot. Renn weg. Du hast ja noch chaotische Befehle, das hält zum Glück ewig. Und dann bringen wir die um. Ja. Edge. Ich bin so viel schneller als ihr. Wenn ich meine Gruppe nicht hätte, könnte ich sogar durch geschicktes Weglaufen mich im Schatten verstecken. Wenn ich außer Sichtweite bin. So wie da jetzt gerade. Ja, ich weiß. Hey, Gedankenschinder sind fies. Was soll ich sagen? Hey. Scheiße. Da hätte ich mich jetzt auch im Schatten verstecken können, in der Theorie. Los. Und dann auf den da. Ich glaube, hier kann ich diese Gehirnflüssigkeit, diese Anti-Mind-Control-Flüssigkeit kann ich da reintun. Hey, du bist auch nicht der Schlauste. Lauf weg von dem Kerl. So, sobald einer Intelligenz verliert, ziehe ich ihn weg.
nicht passiert. Perfekt, perfekt, perfekt. Oder, ach nee, hier krieg ich wieder einen Buff, oder? Ja. Ja, genau. Ein Salzwassertrank. Damit kann man sich auch immun machen gegen viele ihrer Angriffe. Das heißt, das brauchen wir. Absolut so viel wir kriegen können. Ich brauche für jeden einen. Kann ich die nicht stapeln, meine Guten? Nein. Oh, doch. Da. Er hat 5 Unsichtbarkeitsträger. Ach, die habe ich ja auch noch. Die könnte ich auch mal benutzen. Also, ich kann noch eine Menge, ich habe noch eine Menge Ressourcen, die ich gar nicht benutze. Obwohl ich ziemlich viel hinterhältige Angriffe mache. Zugegeben. Das stimmt. So, der Raum, wo Gedankenschinder respawnen, ist hier hinten. Dann holen wir uns doch einen Gedankenschinder-Diener. Und machen die Tür auf nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.